Spaten, die auf Taten warten. Tatort: der ehemalige Modellpark in der Wilhelm-Kötz-Straße. Die Trainings- und Fortbildungsakademie plant als neuer Parkpächter das jahrelang brachliegende Areal in einen Forscherpark für Kinder umzuwandeln. In den vergangenen Wochen wurde der Park aus seinem Dornröschenschlaf geweckt. Letztmalige Nutzung fand der Park als Dinosaurierausstellung. Als die Dinos gingen, kam der Urwald. 15 Mann mussten ran, um die einst angelegten Pfade von Gestrüpp und Wildwuchs zu befreien, erklärt Marco Hammer, Geschäftsführer der Trainings- und Fortbildungsakademie. Mit dem symbolischen Spatenstich sollen nun, unterstützt durch örtliche Unternehmen wie den Neubrandenburger Stadtwerken, physikalische Experimentierstationen entstehen. Na, wir sind ja hier an einer sehr hochfrequentierten Straße. Also das heißt, die Bürgerinnen und Bürger gehen häufig an diesem Gelände vorbei und haben sich seit 5 Jahren gefragt, was passiert hier eigentlich? Und wir sind sehr froh, dass wir mit der TFA jetzt hier einen Kooperationspartner gefunden haben oder jemand, der eine Idee entwickelt hat, hier einen Forscherpark zu errichten und Kinder und Jugendlichen hier die Geheimnisse von Physik und Chemie beizubringen. Praktische Fähigkeiten können die Umschüler gleich bei der Neugestaltung des Parks erwerben. Zukünftig angedacht sind Umweltbildungsangebote, kulturelle Veranstaltungen oder die Möglichkeit, das Areal für Firmenfeiern zu mieten. Im Spätsommer kommenden Jahres soll der Park auch wieder öffentlich zugänglich sein.